Am heutigen Mittwochnachmittag hatten zunächst die ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA die Aktienkurse ein wenig stützen können. Doch dann kam der Einkaufsmanager-Index aus dem Dienstleistungssektor nach ISM und dieser war deutlich schlechter ausgefallen, als Ökonomen dies vorhergesagt hatten. Darüber hinaus sind die Rohöllagerbestände in den USA stärker angestiegen, nochmals ausgeweitet worden und das Ganze brachte dann hier mehrere Bewegungen in Gang. So ist der US-Dollar deutlich schwächer gelaufen. Der Euro kletterte um rund 1,5% auf Kurse von deutlich über $1.10. Außerdem ist der deutsche Aktienindex unter Druck geraten. Der bewegt sich jetzt schon wieder in Richtung der Tiefststände aus dem vergangenen Jahr bzw. aus dem Januar 2016 zu. Also, hier ist eine Menge Trubel entstanden. Wollen wir mal sehen, ob es am Donnerstag etwas ruhiger zugeht. Wir schauen jetzt mal auf den Datenkalender vom Donnerstag, dem 4. Februar 2016. Es beginnt um 9 Uhr am Morgen mit einer Rede vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi in Frankfurt. Dann um 10 Uhr bekommen wir den Wirtschaftsbericht der EZB. Um 11 Uhr gibt es das IFO-Wirtschaftsklima für den Euroraum im vierten Quartal. Und um 13 Uhr steht dann der Zinsentscheid der Notenbank in England im Programm bzw. auf der Agenda. Um 14.30 Uhr gibt es die wöchentlich veröffentlichten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe bzw. deren Anzahl. Und um 16 Uhr gibt es dann aus den USA noch den Auftragseingang in der Industrie im Monat Dezember. Darüber hinaus gibt es wieder eine ganze Reihe Unternehmen, die Quartalsbilanzen veröffentlichen werden. Die prominentesten Vertreter nenne ich Ihnen an dieser Stelle mal. Credit Suisse zum Beispiel, die Daimler AG, die ING, LinkedIn, Münchner Rück, Royal Dutch Shell und auch Vodafone.